Heute hat Augsburg sehr überraschend gegen Gladbach 3-1 gewonnen, obwohl Gladbach, so wie Hoffenheim in der Europa League in Mülheim, dominiert hat, bis zum geht nicht mehr. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Gar nicht gereicht, weil die gespielt haben wie, was weiß ich, voll scheiße eigentlich. In 38 macht erstmal Stindl den Elfmeter komplett weg. So gesagt, hätte er gar nicht schießen brauchen, so verschossen wie er den hat. 52 hat Vargas das 1-0 gemacht. 1,60 großen Spieler, oder wie groß auch, warte mal, steht die Größe hier? Ja, 1,74. Großen Spieler nicht decken, gar keinen Bock darauf. Caliguri hat die Vorlage gemacht. In der 38 macht Neuhaus, Vorlage durch Oscar Wendt, den Ausgleich halt. In der Richter macht in der 76 Minute das 2 zu 1. Und in der 89 macht André Hahn das Spiel sicher. Vorlage durch Richter. Ja, hier sieht man nochmal kurz, wie hart Gladbach ihre Chancen nicht genutzt hat. Gut, kann auch sein, dass Giekiewicz im Tor auch ziemlich gut gehalten hat. Der Typ ist ja nicht schlecht. Der Typ ist sogar echt sehr gut. Ja, und wie Gladbach halt jeden Angriff, den sie bekommen haben, wirklich eigentlich, ja, oder jede Schuss, der aufs Tor reingegangen ist. Gladbach ist natürlich Zehnter. Fun Fact, das erinnert mich richtig hart an diese Saison hier. Ach, nein, nicht die. Nein, nicht an die, sondern an die Saison hier, wo Gladbach auch nur 9. war. Kann ich mir gut vorstellen, dass es dieses Jahr auch wieder so wird. Ja, und Augsburg steht auf Platz 13. Das war auch wieder so ein Spiel wie gegen Mainz und wie gegen Köln, was man hätte gewinnen müssen. Aber ja, bei der aktuellen Leistung von Gladbach verliert man auch wahrscheinlich nächste Woche gegen Schalke. Kappa.